Wer bei Soundshapes an ein Musikspiel denkt, der ist gar nicht mal so schief gewickelt. In Wirklichkeit dreht es sich hierbei um ein Jump'n'Run mit dementsprechenden 5 Alben, also 5 Welten. Und jede Welt, beziehungsweise jedes Album, hat dann 3 Levels, wo man dann halt in die Form eines, ja, wie nennt man das, einer Zelle, sage ich jetzt mal, die umherum noch Schleim hat, womit sie sich dann halt an gewisse Objekte festhalten kann. Je nachdem, welche Farbe das Objekt hat. Hier haben wir jetzt zum Beispiel den Schleim in der Farbe dunkelblau. Das heißt, der Protagonist, diese Kugel, kann sich halt an alles festhalten, was hellblau ist. So wie jetzt hier die Steine in hellblau. Nebenbei sammelt diese Figur Symbole ein, die dann beim Einsammeln eine Melodie abgeben. Diese Melodie geht dann insgesamt 4 Bildschirme, also 4 Level-Bildschirme. Und wenn man dann wirklich auch alle eingesammelt hat, dann erzeugt das einen richtig geilen Musikfluss. Und das ist, glaube ich, auch wirklich das Hauptaugenmerk, dass man sagt, okay, wir haben ein Level. Wir haben einige Objekte, die man einsammeln kann, und diese Objekte machen dann Musik. Es ist der Wahnsinn. Mit der richtigen Konstellation kann man richtig geile Sachen machen, wie zum Beispiel jetzt in der Kampagne die ersten 15 Level. Natürlich ist das nicht alles, denn man hat auch die Möglichkeit, selber Hand anzulegen und selber ein Level fertig zu machen. Und so sieht dann der Level-Editor aus. Eigentlich nicht recht spektakulär. Man hat jetzt die Möglichkeit, seine Töne in den Bildschirm reinzudrücken, sag ich mal. Und ja, je nachdem, wo der liegt, also in welcher Höhe, ändert sich natürlich dementsprechend die Tonlage. Und der schwarze Balken, der so von links nach rechts geht, das ist im Endeffekt halt die Abspielmechanik, sage ich jetzt einfach mal, dass er halt so da lang geht. Natürlich gibt es nicht nur diese paar, sondern man kann pro Level, den man dann halt auch freispielt, dann neue Sachen freischalten, die dann hingehen von Harfe bis hin zu Stimmen. Die Auswahl ist schon verdammt riesig, würde ich mal knallhart sagen. So, natürlich können wir auch einmal das Level ausprobieren. Start- und Endpunkt sind ja bekannt. Der Startpunkt, der sieht dann ungefähr aus wie, ja, das Gerät links. Und auf der anderen Seite hätten wir dann das Levelende. Hier sieht man nochmal, dass man auch noch einige andere Sachen freischalten kann. Hier zum Beispiel aus dem Deadmau5 Level. Was auch recht cool ist. Wir ploppen das Ding jetzt einfach mal voll. Es soll ja einfach nur so ein Muster sein, sag ich mal. Ne? Natürlich wäre Töne so und gerade in der großen Anzahl ziemlich blöd. Deswegen spule ich mal vor. So, vorgespult. Die Noten stehen fest und jetzt machen wir unseren Checkpoint fest. Den Checkpoint, wie gesagt, wenn man dann stirbt, taucht man dann wieder auf. So, das kennt man von Little Big Planet mit dem großen Torkreis, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt kann man noch raussuchen, okay, was nehmen wir hier? Wir nehmen jetzt mal einen Bus. So, als Kontur. Man kann den mit den hinteren Bildschirmen natürlich auch drehen. Oder auch vergrößern. Wir drehen ihn jetzt einfach mal so um. Ja, so vielleicht nicht. Ja, so schön. Ja, ja. Hauptsache, der trifft den Punkt. Natürlich kann man noch andere Sachen raussuchen, wie Dreiecke, Quadrate, Kreise. Da hat man natürlich die Möglichkeit, die Sachen natürlich auch einzufärben. Am Anfang des Spiels wird ja natürlich gesagt, alles was rot ist, ist schlecht. Also alles was rot ist, ist gefährlich für dich. Was jetzt leider noch nicht so drin vorkommt, das ist, wie gesagt, soll nur ein Beispiel sein. Man könnte jetzt noch Sachen reinbauen, wie ja, einen roten Halbkreis oben drüber, damit es schön gefährlich wird und... Aber das seht ihr dann gleich, wenn das Level soweit fertig ist. Wir spulen mal vor. So, und so sieht dann das fertige Level aus. Ich habe hier noch ein paar Drehköpfe reingebaut und den Hintergrund ein bisschen geändert. Und ich sag mal so, das ist jetzt eine 5-Minuten-Arbeit gewesen. Weil ich auch leider zugeben muss, dass ich von ständigen Vita halten und dann Kamera, das geht ordentlich auf die Arme. Aber egal, so hat man dann dementsprechend so ein schönes, eigentlich auch recht kurzes Level. Was kann ich noch sagen? Ja, wie gesagt, der Level-Editor, er ist einfach und zeitgleich sehr
komplex, wenn man sehr viel reinbauen möchte. Man hat aber auch die Möglichkeit, nicht nur das Level zu nehmen, sondern auch noch andere Level-Bildschirme zu nehmen, indem man halt sagt, okay, wir wechseln mal kurz den Bildschirm. Jetzt kriege ich es gerade nicht mehr hin. Nein, ich will das nicht bewegen. Nein, pfui. Pfui, aus. Da. Dass man dann einfach einen neuen Level-Bildschirm nimmt und den dann nochmal gestaltet. Also man hat, ist nicht nur jetzt spezifisch auf einen Bildschirm ausgelegt, sondern wir werden gleich auch noch bei den Community-Levels sehen, dass man auch noch mehrere basteln kann. Wenn man sich dann mit dem PlayStation Network verbunden hat, hat man natürlich die Auswahl von vielen Leveln, ob das jetzt einfach, schwer, brockschwer oder mehr musikalisch, verständnisvoll oder ob das Level einfach nur eine Nachricht geben möchte. Das kann es natürlich auch. Die Ladezeiten, egal ob das jetzt Kampagne oder online sind, sind viel zu lange. Aber das ist typisches Manko der Vita. Warum die so lange braucht, wissen wir nicht, werden wir wahrscheinlich auch nie erfahren. Ja, und jetzt habe ich einfach mal ein Level ausgewählt aus der Community, was eigentlich recht gut bewertet worden ist. Und man muss natürlich dazu sagen, dass das alles mit Hilfe des Level-Editors gemacht worden ist. Und dafür, ganz ehrlich, Hut ab an alle, die so schöne Levels bauen können. Die Auswahl in dem sogenannten Level-Katalog ist echt sehr beeindruckend. Es gibt schon verdammt viele Level und das ist jetzt so ja, 25. August gewesen, als ich die Aufnahme gemacht habe, als dann endlich meine Vita wieder online gehen konnte. Und ich bin konsequent, ich weiß nicht warum, ich bin auf dieses Level da oben hängen geblieben, weil Super Meat Boy draufsteht und denkst so, so schwer kann es nicht sein. Naja, hätte ich die Bestliste gesehen, hätte ich es erst recht ausprobiert. Deswegen, auf geht's in das selbstgebaute Meat Boy Level und ich sehe jetzt schon, nur um diesen blöden Pickel da oben zu kriegen, wird das eine grausame Tat. Na gut, jetzt spare ich mir den. Was neben die schweren Level im Editor noch für Ausraster sorgen kann, weil es so verdammt schwer ist, sind, wenn man das Spiel durchgespielt hat, spielt man sogenannte Todeslevel frei. Gibt dann halt dementsprechend 5 Stück. Und da geht es halt darum, diese Münzen oder Objekte, eine Anzahl von Objekten in einer gewissen Zeit einzusammeln. Und wie man schon das Level sieht, es klappt nicht. Es klappt nicht. Es ist so, das geht gar nicht. Und aber die einzige Motivation hinter diesen Leveln ist wirklich, wenn man es geschafft hat, kriegt man eine Silbertrophäe als Achievement und kann sich glücklich schätzen, wenn man das Level dann geschafft hat. Mein Ding ist es nicht. Für den Musikeditor gibt es dann auch noch spezielle Modi, wo man dann halt einen gewissen Rhythmus nachbauen muss. Was eigentlich auch recht gut gemacht ist, was ich mir aber jetzt sparen werde, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Zum Abschluss kann ich wirklich sagen, dass das Spiel eigentlich recht gut gelungen ist. Es ist, der Mittelpunkt ist wie gesagt die Musik selber und das halt kombiniert mit diesem Jump'n'Run, das macht schon was her, also es ist schon echt cool gemacht. Was vielleicht ein bisschen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass das Spiel 15 Euro kosten wird und auch soll, aber wenn man das Spiel dann halt kauft für 15 Euro, kann man das auf der Vita spielen, so wie ich. Aber auch auf der PS3. Man hat dann auch die Möglichkeit, seine Spielstände über diese Cloud-Synchronisation rüber zu transferieren und noch weitere Sachen zu machen. Ich konnte es leider nicht testen, aber ich habe gelesen, es funktioniert wunderbar, wenn die Verbindung natürlich vorhanden ist. Und also jetzt für nur Vita-Besitzer oder nur PS3-Besitzer ist vielleicht 15 Euro ein bisschen zu viel. Aber sonst im Endeffekt eigentlich ein recht geiles Spiel. In dem Sinne würde ich jetzt einfach mal sagen, habt noch ein schönes Wochenende und man sieht sich im nächsten Video. Haut rein!